Hallo, schönen guten Morgen. Ich wollte euch mal ein paar Eindrücke vom Bodensee hinterlassen. Ich habe jetzt hier ein oder zwei Wochen gecampt und wollte euch nur mal erzählen. Für jeden, der das auch mal vorhat. Das ist nämlich sehr praktisch. Hier wächst nämlich gerade sehr viel Obst, Salate, Mais. Also nur um mal aufzuzählen, was es hier alles so gibt. Hier kann man sich im Prinzip komplett selbst versorgen, wenn man auf irgendwelchen Streuobstwiesen schaut, wo man vorher natürlich fragt, ob man das sich nehmen darf. Und ja, hier gibt es eben einmal Brombeeren wachsen hier sowieso überall wild. Und dann Johannisbeeren habe ich gesehen, Maisfelder gibt es überall. Dann Sonnenblumen, Kürbisse, Salat ist gewachsen und dann halt die ganzen Obstwiesen. Hauptsächlich Zwetschgen, Äpfel en masse und Birnen. Boah, und Mirabellen, die sind gerade reif, die sind extrem lecker auch. Genau, jetzt ist nämlich gerade August, neigt sich schon dem Ende. Und was gab es denn noch? Es gab so viel. Hier wurden auch, ja gut, Wassermelonen und sowas wird ja auch teilweise angebaut. Und ja, man kann auch bei Mundraub übrigens schauen im Internet. Da schreiben Leute ihre Bäume rein, die sie sowieso nicht ernten oder wo man einfach vorbeikommen kann und ernten kann. Und ja, da gibt es echt einiges. Könnt ihr auch mal in eurer Region einfach schauen. Genau. Und ja, Bodensee ist einfach wunderschön. Kann hier eigentlich überall einfach so baden. In der Schweiz, wo wir waren, in Richtung Rheinfall, da war sogar ein kostenloses Freibad mit Sprungturm, Duschen, Toiletten und einer Badeinsel. Genau. Ja, und die Gegend ist halt einfach wunderschön. Also kann ich jedem wirklich nur empfehlen. Genau. Und wenn ihr noch Fragen habt so zum Bodensee, was es hier so gibt, das meiste habe ich ja aufgezählt. Ist einfach echt eine schöne Gegend, überall Weinberge außenrum. Weintrauben gibt es dementsprechend auch. Und ja, eben Obst, Gemüse, alles mögliche, Salate. Ja. Und jetzt so, jetzt ist dann auch der letzte Tag, 25. dann. Genau. Und heute startet dann übrigens auch der Happy Life Kurs jetzt. Das verlinke ich auch nochmal drunter. Also für jeden, der da teilnehmen möchte. Das ist jetzt eben mit Rohkost Buddy und Live-Fragerunden. Und ihr könnt euch jetzt eine Woche lang anmelden. Von heute Freitag bis nächste Woche Freitag. Und am Wochenende ist dann die erste Fragerunde. 4 Stück gibt's. Und am Montag ist eben der gemeinsame Start dann. Genau. Und das Video zum Happy Life Kurs, das verlinke ich auch einfach nochmal. Dann könnt ihr da nochmal alles euch anschauen, was da mit dabei ist. Genau. Könnt euch eben dann in die Facebook-Gruppe mit reingehen. Happy Life Community. Und dann könnt ihr da auch eure Fragen stellen, wenn ihr da sowieso noch Fragen habt, jetzt außerhalb von den Live-Fragerunden. Genau. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und schöne Grüße vom Bodensee. Macht's gut. Ciao. Lachst du, wenn ich ein Leute sage? Ein Leute. Okay. Schönen guten Morgen euch.
Jetzt mal ernst, okay. Gut. Ich glaube, so geht es nicht. Ich glaube, jetzt ist bald, der Akku weg. Siehst du, du hast einen Augenblick, wenn ich lache? Nö.